So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ich begrüße euch alle. Ja, heute mal wieder der Tagesquickie im Offline-Modus quasi. Ich denke, es ist ganz gut, wenn ich so ein Mischwesen, ja doch Mischwesen erschaffe, dass ich es mal live mache. Mit Chat und alles, aber es ist halt einfach sehr schön und sehr heiß draußen. Ich habe es gestern gemerkt, die Stammbelegschaft war da, da habe ich mich natürlich riesig drüber gefreut. Aber ich denke mal, bei dem schönen Wetter seid ihr jetzt eh alle irgendwie unterwegs. Und ja, wenn ich es mal nicht pünktlich schaffe und dann den Quickie abends mache, dann gehe ich da live rein. Ist ja auch schön, wenn man sich dann so ein bisschen im Chat unterhalten kann, ne? Ja, was machen wir hier? Wir schauen immer mal in den nächsten Tag rein. Hier geht es jetzt um den Donnerstag. Das ist der 17.6. schon wieder. Voilà. Wie die Zeit auch vergeht. Und wir schauen hier mal ganz allgemein erst in die Energien rein. Ja, was gibt es denn so im Allgemeinen an Impulsen, an ja, Energien, wo man sagen kann, okay, da muss man ein bisschen aufpassen oder das kann man tun oder sollte man lassen. Dann schauen wir natürlich auch ja, bei der Liebe vorbei. Das ist ja mein Spezialgebiet, die Liebe. Und dann schauen wir natürlich auch nochmal bei den Finanzen vorbei. Also, was ist mit unserem ganzen Geld? Auch ganz wichtig, na? Und bitten dann um eine Botschaft aus der geistigen Welt, bevor wir eine Karte aus diesem wunderschönen Eulenorakel ziehen. Das habe ich mir bestellt und das wollte ich schon lange mal haben. Jetzt ist es da. Und natürlich müsst ihr euch das jetzt auch anschauen, was ich da jeden Tag an Karten rausziehe, na? So, also, wir fangen mal an. Ich mische und wir bitten einfach mal ganz allgemein, ja, was für Energien stehen uns denn am Donnerstag zur Verfügung? Das sind zu viele Energien. Wir machen ja hier einen Quickie. Dann schauen wir mal rein, was wir da so erwarten können, dürfen. Okay, da schaut gleich irgendwo der Fuchs drauf. Das war nämlich die zweite Karte. Ah, okay. Also morgen, also am Donnerstag, die allgemeine Energie für den Tag so, dass du aufpassen sollst, dass du dich nicht von deinem Weg abbringen lassen sollst. Also hier zum einen sind die Wege gefallen. Da geht es ja immer darum, eine Entscheidung zu treffen, einen Weg zu gehen, das zu tun, was du möchtest, was du entscheidest. Und da schaut jetzt auch noch der Fuchs drauf. Das heißt also nichts anderes, als dass du aufpassen sollst, dass du dich nicht von deinem Weg abbringen lassen sollst. Das ist ja das, was ich immer, ja, jeden Tag fast schon predige. Dinge für sich selbst entscheiden, seinen eigenen Weg zu gehen, sich für seinen eigenen Weg selbst zu entscheiden, ohne sich beeinflussen zu lassen. Und der Fuchs an der Stelle heißt einfach morgen. Pass ein bisschen auf, dass da niemand ist, dass da niemand daherkommt und sagt, ja, ich schlage dir das vor, aber das solltest du nicht machen und mach's doch lieber so. Ja, also lass dich da morgen auf jeden Fall mal nicht beeinflussen, wenn da irgendeiner kommt und meint, seine Meinung zu deinem Thema ist so toll, dass du das jetzt auch so machen sollst, wie er oder sie das denkt. Das ist nicht gut. Ja? Also, dann bleib bei deinem Weg, bleib bei deinen Entscheidungen. Ganz, ganz wichtig im Leben, damit man sich auch gut fühlt. Ja. So, dann schauen wir natürlich auch mal weiter in der Liebe. Das ist ja so ein bisschen mein Fachgebiet geworden, seit ich auf YouTube bin. Ich weiß nicht, wieso ich da hineingerutscht bin, aber es macht mir ja Spaß. Und dann wollen wir da mal schauen, welche Energien uns denn da zur Verfügung stehen. So, und da haben wir auch schon zwei Karten. Als erstes hatten wir jetzt den Brief und dann das Haus. Super. Also, das heißt ja, morgen in Sachen Liebe, wenn es um den Wunschpartner geht, ja, sehe ich hier eine Botschaft liegen, ein Brief, die Kommunikation, WhatsApp, SMS, E-Mail, Telefonat, Gespräch, also alles, was mit Kommunizieren zu tun hat. Und das Haus, ja, das ist einfach auch so eine Karte fürs Wohlfühlen, so ein bisschen das Haus, ne? Dein Zuhause, wo du lebst, wo du bist, wo du dich wohlfühlst, auch dein inneres Zuhause. Deine Ausgeglichenheit, diese Karte, das Haus. Also sehe ich hier morgen, ja, in Sachen Partnerschaft, Wunschpartnerschaft, auf jeden Fall eine angenehme Kommunikation, ein angenehmes Schreiben, Telefonieren, Reden miteinander. Also ja, das ist so eine harmonische Kombination, die ich hier in der Hand habe, dass man sagt, ja, also morgen,
Ja, die Energie in Sachen Liebe ist einfach so, dass man sagt, da passt's, da fühle ich mich wohl. Vielleicht in Sachen Wunschpartner mal auch ja die Initiative so ein bisschen ergreifen, auch mal einen Schritt auf ihn oder sie zugehen. Weil es schaut mir hier so ein bisschen nach Wohlfühlen aus in Sachen Liebe. Also von daher passt's ja ganz gut. Na? Okay, jetzt schauen wir mal weiter. Ja, bei den Finanzen. Ihr wolltet ja die Finanzen haben statt den Beruf. Ja, weil wer will am Feierabend schon YouTube schauen und irgendwas vom Job hören? Braucht kein Mensch. Deswegen schauen wir jetzt mal hier bei den Finanzen allgemein vorbei. Soll ich morgen mein ganzes Geld ausgeben oder soll ich es lieber sparen? Ich habe mir übrigens einen Fliegenfänger bestellt. Der kam gerade an und ist bereits montiert. Okay. Also, hier, nee, Fliegenfänger, Quatsch. Fliegengitter, so schaut's aus für die Terrassentür. Also, hier finanziell, okay. Da ist morgen ein guter Tag, also am Donnerstag ist ein guter Tag, sich mal Gedanken darüber zu machen, ja, was denn jetzt in Sachen Finanzen bei dir Phase ist. Vielleicht bist du gerade so ein bisschen in der Unentschlossenheit, vielleicht bist du gerade so dabei zu überlegen, ob du dir etwas kaufst, ob du etwas investierst oder ob du vielleicht doch das, ja, alte behältst und das Geld sparst. Also morgen ist eine sehr gute Energie, mal in die Klarheit darüber zu kommen, was du jetzt tust finanziell. Na, wenn du so ein bisschen die Gedanken rund um deine Finanzen auch hast, dann ist morgen ein guter Tag, damals zum Abschluss zu kommen, um eine Entscheidung zu treffen. Ja, da haben wir ja wieder hier die allgemeine Energie. Du triffst die Entscheidung, du stehst dazu, und du gehst deinen Weg. Und von daher ist es auch jetzt bei den Finanzen so, dass man sagt, die Energie ist morgen schon ganz gut, um in die Klarheit zu kommen. Ja, also mach dir mal morgen final Gedanken darüber, was du so ein bisschen vielleicht im Kopf hast, was du überlegst, was du tust. Also in Sachen Finanzen morgen einen Abschluss machen. Da ist eine gute Energie da. Na? So, und jetzt, ja, jetzt bitten wir natürlich nochmal gemeinsam um eine Botschaft aus der geistigen Welt für den Donnerstag und schauen einmal rein, was wir denn da für Energien haben. So, ich habe sie schon gesehen, ihr vielleicht auch, der Baum war zuerst. Also, die Botschaft aus der geistigen Welt passt zur allgemeinen Energie. Bleib bei dir, bleib stabil, bleib in deinem eigenen Wachstum. Dann werden die Sachen auch für dich rundlaufen. Der Baum, ja, ist eine Karte für Festigkeit, Halt, Stabilität, für Bindung, für gesundes Wachstum. Das ist die Karte des Lebens. Also hier ganz tolle Kombination mit dem Ring, der ja allgemein gedeutet auch dafür steht, dass Dinge einfach rund laufen, dass es passt, dass alles gut ist, dass du dich wohlfühlst. Also die Botschaft hier auch, ähnlich wie die allgemeine aus der geistigen Welt, dass man sagt, bleib mal bei dir, lass dich nicht beeinflussen, lass dich nicht aus deiner Mitte bringen, hör dir vielleicht Dinge von anderen Menschen an, ja, aber bewerte sie auch so, dass du sagst, ich nehme das zur Kenntnis, aber ich nehme es mir nicht zu Herzen. Weil ich bin ein starker Mann, starker Mensch, oder starke Frau. Ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen. Ich höre mir gerne andere Leute an, wenn sie meinen, was dazu sagen zu müssen. Aber unterm Strich, die Entscheidungen für mich und mein Leben treffe ich immer noch selbst. Ja, und das ist auch hier jetzt die Botschaft aus der geistigen Welt. Passt ganz gut zur allgemeinen. Na? So, ja, und jetzt wird es natürlich mega spannend, meine Freunde. Wir ziehen eine Karte aus dem schönen Eulen-Orakel, das ich mir bestellt habe. Und da schauen wir mal, was die Eule des Tages zu uns spricht. So. Ach so, das ist das Deckblatt. Das ist natürlich blöd. Ich muss noch. ich wisch noch mal. So. Will die? Ja. Okay, ich habe sie, ich lese euch vor, was da drauf steht. Wie süß. Alles, was es gibt, ist Liebe. Also ist dein Leben
der ganz spezielle Ausdruck deiner Liebe. Ach, das ist schön. Ja, es geht nur um Liebe und es dreht sich alles auch im Leben um die Liebe. Das dürfen wir nicht vergessen. Das vergessen wir viel, viel, viel zu oft, wenn wir durch diese grandige, hektische, ja, lieblose Zeit laufen, mit all den Menschen, die sich am Ende fast schon selber nicht mehr leiden können. Ist das heute echt eine wunderschöne Karte, wo man immer wieder daran denken muss, dass wirklich alles aus Liebe besteht. Liebe ist das Mächtigste, Liebe ist das Schönste, was es gibt, was wir haben können. Das ist das größte Geschenk, was es für uns gibt. Und von daher ist das ja, na, wieder mal eine wunderschöne Karte aus dem Eulenorakel. Ja, also meine Lieben, seid lieb zueinander, seid freundlich zueinander, seid nicht garstig, seid nicht giftig. Jeder ist so, wie er ist. Jeder ist ein spezielles Individuum mit all seinen Facetten, all seinen Macken, und all seinen Launen. Jeder darf so sein, wie er ist. Jeder ist ein liebevolles Geschöpf und wir sollten das nie vergessen und immer daran denken, bevor wir uns dann irgendwann mal alle nur noch anpflaumen, weil jemand sich selbst irgendwann gar nicht mehr leiden kann. Man trifft ja leider tagsüber viel zu viel von solchen Menschen. Also mir geht es komischerweise immer so. Deswegen erinnere ich mich am Tag ganz, ganz oft daran, dass ich in mir ruhe. Na? Okay, meine Lieben. Dann würde ich sagen, ich bin raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen rauf. Und ja, wenn du möchtest und neu dazugekommen bist, abonniere gerne den Kanal. Da würde ich mich drüber freuen. Vergiss nicht, die Glocke zu drücken und dann auf alle klicken, damit du auch eine Benachrichtigung bekommst, wenn ich in den Livestream gehe. Dann kannst du mich auch mal live sehen beim Kartenlegen. Dann können wir chatten und, und. Also abonnieren. Glocke drücken und auf alle stellen, dann bist du herzlich eingeladen bei mir im nächsten Livestream. Und ja,